Ich fordere euch zum 1 gegen 1 im Brawl Stars heraus. Doch wie viele Spiele ich gegen euch Zuschauer gewinnen kann und wie krass es wird, siehst du jetzt. Trag gerne Code BigSpin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Es hat sich direkt WeWap reingeschlichen. Mit dem haben wir schon unfassbar viele Rang 30er Brawler gezockt und auch schon Rang 35er. Denn man kann das Spiel extrem gut, auch wenn er nur 57k hat. Wir werden jetzt ein Battle mit Piper im Mirror machen, ohne das Curve Gadget und gehen rein. Ich bin ehrlich, gegen WeWap, gegen einen Semi Pro könnte es direkt einmal hier richtig hart scheppern und ich glaube, es wird auch scheppern. Also es könnte wirklich sein, dass wir hier 0-1 gehen, aber wir werden natürlich alles geben, na klar, wir werden natürlich alles geben. Okay. Ja, okay, warte, wir haben schon mal den Stern, das ist gut. Wir sollten da nicht zu viele Schüsse wasten. Wenn wir zu viele Schüsse wasten, dann scheppert's. Piper auf dieser Map, oh, Digga! Ich bin so lost. Warum fress ich den? Jetzt kann er halt so Pressure machen, ne? Hab ich auch getroffen? Nee. Oh! Falsch gedodged! Hat er gut gemacht. Hat er leider gut gemacht. Okay, egal, machen weiter. Wir versuchen das Beste zu geben. Wir versuchen alles rauszuholen. Er trifft so gut, ne? Er trifft so gut. Ich sag's euch, er trifft so gut. Er sieht direkt, wo ich langlaufe, was passiert, etc. Ich habe noch keinen einzigen Schuss getroffen. Ist das ein Disrespect? Aber ist okay, akzeptiere ich. Er ist einfach viel besser. Ist okay. Ich dachte mir vielleicht, er geht ein bisschen zu aggressiv, aber nee. Das ist crazy, wirklich. Das ist verrückt. Ich habe da großen Respekt vor. Ich kenne die Leistung an. Ich muss praktisch predikten. Ja. Gut. Was macht er da? Was macht er? Ja! 13 AP! Let's go! Halt's Maul! Okay, warte. Er wollte mich wegschießen. Jetzt nicht choken. Ja, let's go, wichtig, 4-2 gewonnen gegen ihn, oh mein Gott, er hat zwar viel, viel mehr Schaden gemacht, aber er ist einfach zu greedy geworden und damit holen wir uns den Kill und das ist absolut geil, let's go. Teilnehmer Nummer 2 ist Cyrox, der Mann hat 33.300 Trophäen, er möchte jetzt hier gerne Bell spielen und ich gucke mal, ob ich jetzt auch wieder gewinnen kann. Wir machen übrigens nach Sternen und schauen mal, ob das Ganze funktioniert. Mirror Match mit Bell, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das Ding hier holen können. Wir gehen jetzt hier rein. Eben gerade war es auf jeden Fall ein sehr intensives Game. Wie gesagt, es geht nach Sternen, deswegen lohnt es sich natürlich ja auch direkt für den Stern in der Mitte zu spielen. Er macht das gerade sehr, sehr gut. Ich mache das aber auch schlecht gerade. Okay, das war stark von ihm. Er trifft jeden Schuss. Er trifft Legend jeden Schuss. Der Geist, ich schwör's, ist krank. Okay. Er ist der Beste. Ich laufe rein, das ist auch super. Immer reinlaufen ist auch sehr smart. Digga, ich laufe Real Talk die ganze Zeit in die Shots rein. Aber jetzt haben wir immerhin auch mal ein paar getroffen. Gut, das sind irgendwo Fallen, ich habe aber keine Ahnung, wo genau. Er hat einen Kill gemacht. Wir müssen halt immer wieder Full Life gehen, bevor wir irgendwas... Digga, ich dodge nicht mehr. Ich laufe die ganze Zeit so damn... Was mache ich denn hier gerade? Also jetzt scheppert es aber wirklich. Ich bin gerade sauer auf mein eigenes Gameplay, aber geisteskrank sauer. Das war eben... Digga, seht ihr, wie ich die Schüsse fange die ganze Zeit? Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht, er hat jetzt schon Hypercharge. Also das ist crazy, wie ich gar nicht... Ich komme ja gar nicht ran. Das ist, ich bin gerade richtig sauer auf mich selbst, dass ich gerade so hart nicht rankomme hier. Darf ich gefühlt keinen Shop mehr fressen. Oh, jetzt nochmal zu pressuren wäre natürlich auch edel. Ja, Digga, ach, da war die Falle. Hat er gut gemacht, hat er sehr, sehr gut gemacht, hat er sehr, sehr gut gespielt. Holy shit. Ich habe keine Chance. Crazy. Hat er ultra gut gemacht. Ich habe aber auch in diesem Game wirklich, also ich habe... Dodging technisch
war bei mir gerade tatsächlich einfach gar nichts los. Ne? Also ich habe nicht seitwärts gedodged. Ich bin jedes Mal so richtig künsch nach hinten gelaufen. Also das war schlecht gespielt von mir. Es war sehr, sehr gut gemacht von ihm. Da kriegt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier. Damit 1-1. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Aber wir spielen mit Code. Und Code ist beileibe nicht einer meiner besten Browser und tendenziell einer meiner schlechtesten. Wir gehen rein. Versuchen mal gegen ihn zu spielen. Er hat Code auf 812. Ich habe ihn deutlich höher. Aber wir haben ihn auch in Tresor gepusht. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich bin halt wirklich leider kein guter Call. Sage ich auch ganz offen und ehrlich. Also nur, wenn ich extrem eingespielt bin. Bin ich aber leider gerade gar nicht. Aber vielleicht reicht es ja für den Kollegen hier. Vielleicht reicht es ja. Der erste Schuss hat auf jeden Fall schon mal gesessen. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir schon mal direkt den Booster nehmen. Oh ja, warte mal. Das ist gut. Wenn wir halt einmal fressen, dann kracht's, ne? Wir dürfen... Mit Code müssen wir wirklich... Du musst gefühlt fehlerfrei spielen. Aber wir haben gerade auf jeden Fall schon mal einen Damage-Lead. Was uns aber natürlich nicht viel bringt, ne? Wenn wir am Ende 0-0 gehen und haben... Mehr Damage als er gemacht, dann ist natürlich toll. Kann ich mir auch noch keinen Kill verkaufen. Muss halt wirklich aufpassen, wann man wie aggressiv reingeht, ne? Das war jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ja, Mann, wichtig, let's go! Geil! Sehr, 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 sehr gut. Ja, da hätten wir besser reagieren müssen. Wir hätten direkt am Anfang schießen müssen. Es kann halt sein, dass eine einzige Salve uns einfach auseinander nimmt, ne? Das ist möglich. Zum Beispiel jetzt. Oh, wichtige Dodges. Sehr, sehr wichtige Dodges und wichtige Hits gleichzeitig. Das war so gut von ihm, ne? Ach, Digga. Genau die gleiche Laufrichtung. Macht der smart, macht der smart. Er hat den Booster. Oh, nee, Digga, das von ihm wäre so bitter, ne? Wir haben so viel mehr Damage gemacht als er. Oh, wir haben so viel mehr Damage gemacht als er, bitte. Jetzt müssen wir ihn hinterher, jetzt müssen wir ihn chasen, wie bitter. Oh nein, Digga, ich hab gefailt. Ich hab einfach gefailt, er hat den Booster. No way, eine Szene verkackt, ja. Einmal verkackt. Einmal verkackt, ah, am Ende auch nochmal. Ah, schade, aber ich muss sagen, für meinen Colt... Ich hätte gewinnen müssen, ich musste halt am Ende der Tod war nochmal, weil ich gestorben war. Aber ich hab die ganze Zeit mehr Schaden gemacht, ne? Einmal reingefällt, Booster verloren. Aber es ist GG, hat er gut gemacht. Gut gespielt von ihm, wir machen weiter. Der gute Keymart hat sich jetzt hier für Rosa entschieden. Ich weiß nicht, warum man hier Rosa zocken wollen würde, aber wir versuchen es mal. Auf jeden Fall einen Brawler relativ hoch, ne? Und ich würde sagen, ist glaube ich auch ein Smurf, oder? Wir gehen rein. Ja, die Leute entscheiden bisher, welchen Brawler wir spielen. Dementsprechend ist das natürlich auf jeden Fall. Wir werden am Ende gleich auf jeden Fall nochmal in der zweiten Hälfte. Okay, ja, geil. Nehmen wir direkt mal mit den Hit, sauber. Er hat auch kein Shield Gear dabei, was ich sehr gut finde. Wir kriegen direkt mal sehr, sehr gute Hits hier. Sehr schön. Also Rosa ist natürlich immer ein bisschen tricky, ne? Du kannst einen falschen Move machen. Du musst im Prinzip immer wieder das Move mit des Gegners predicten. Und wir kriegen das gerade eigentlich relativ gut hin, würde ich behaupten. Ja, er macht es jetzt aber auch vorsichtiger, ne? Ich weiß gar nicht, können wir nicht theoretisch auch einfach reinrennen? Wir pflanzen auf jeden Fall hier mal einen Busch. Er hat das Gadget, ich glaube, doch hat er auch. Er hat es auch dabei, okay, chillig. Hat er Speed Gear dabei? Möglicherweise, ne? Ja. Okay, wir kriegen aber Hits, ist in Ordnung. Wir ziehen uns hier mal mit dem bisschen zurück. Ich habe nämlich keinen Bock hier irgendwie von ihm jetzt auf die Schnauze zu bekommen in dem Sinne. Ja, sehr gut. Ja, jetzt gehen wir mal rein hier. Ja, Mann, jetzt sieht es doch an sich eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Wir warten mal, bis dein Schild weg ist. Und jetzt gehen wir rein. Abfahrt. Let's go, oder? Ja, Mann, let's go. Knapp angelegt, aber wir haben es geschafft. Wir sind einmal, wir haben eine komplette Attacke von ihm leider gefressen. Jetzt haben wir beide Hyper. Wir haben beide Hyper. Okay, es ist 1-0. Also eigentlich, okay, okay, okay. Okay. Weiß nicht, was das soll, dass das so schlau war von ihm. Weil es kommt noch. Ja, wir können doch einfach. Okay. Ja, Mann! Wichtig! Besser getimed, let's go. Sehr schön. Sehr, 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 sehr gut, Freunde. Es sieht gut aus. Es sieht fabelhaft hier aus. Let's go. Er muss jetzt irgendwas machen. Er muss irgendwas machen. Er muss irgendwas machen. Er muss eigentlich reingehen. Eigentlich muss er reingehen. Also ein rosa 1 gegen 1, ne? Ist auch wirklich verrückt, bin ich ehrlich. Das ist auch wirklich verrückt, aber wir kriegen es hin. Also wir spielen das gut. Wir spielen das 1 gegen 1 jetzt hier. Real Talk. Wir spielen es eigentlich, ich will nicht sagen perfekt, aber wir spielen es auf jeden Fall schon so, dass es ausreicht. Ja, er muss rein. Er muss rein. Er hat keine andere Option. Jetzt können wir rein. Let's go. Geil. Einfach gewonnen. Einfach der W. Sehr, sehr eindeutige Nummer. Jetzt versuchst du natürlich nochmal mit Hypercharge reinzurennen. Bringt aber auch nichts mehr. Wir nehmen das hier nochmal mit. Und damit sehr, 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 sehr eindeutiger Sieg in diesem rosa 1 gegen 1. Weil wir immer wieder die Schüsse im Prinzip perfekt gedodged haben.
Gute Nummer, 3-0. Das war wieder ein schöner Sieg. Das gute alte fliegende Pferd mit 63.000 Trophäen möchte jetzt hier B spielen. Wir schauen mal, wie hoch der Kollege hier seine B hat. Seine B ist tatsächlich, ich finde sie gerade gar nicht, Digga. Ah, hier, auf 771. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. War aber schon mal höher und gucken mal, ob wir das Ding holen können. 63.000 Trophäen sind auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Wir haben bisher echt, also sehr, sehr interessante, krasse und knappe Matches auch. Ne? Da sieht man auf jeden Fall, die Community ist ja auch sehr, sehr stark am Start. Also ihr seid echt auch teilweise wirklich gut in dem Game, muss man sagen. Versuchen jetzt hier direkt mal irgendwie zu... Macht er gut, ja? Macht er gut. Aber wir haben einen wichtigen Hit hier gelandet. Jetzt haben wir natürlich die Drohgebärde, ne? Er hat den Blue Star. Wir haben aber die Drohgebärde mit dem Hit. Nevermind, Digga. Jetzt hat er sie auch. Okay, chillig. Ach, Mann, warum dodge ich denn da rein? Es lief so gut am Anfang. Ich checke manchmal nicht meine Dodges. Aber ich kann das schaffen. Wir können das holen. Wenn ich halt nicht jedes Mal genau reinlaufe, können wir das echt holen. Ja, macht's gut, er bewahrt sich das Teil auf und ich heile mich halt nicht, ne, weil ich auch dumm bin. Ich bin auch Dulli, Digga. Okay. Sehr gut. Eine Minute noch, haben wir Zeit, um auszugleichen. Und den Booster zu holen. Mann, wie kann das denn sein? Ich darf immer den ersten, dann rast. Mann, ist das dumm. Oh, das nervt mich, Oh, es nervt mich, dass ich immer dann gefühlt in diesen Hit reinlaufe, als ob ich magnetisiert wäre, Digga. Das ist crazy. Ich dodge die ganze Zeit jetzt nur diesen zweiten B-Hit. Fresse ich dann wirklich, als wenn es kein Morgen gäbe. Hat er gut gemacht. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Ich habe einfach dumm Hits gefressen. Hätte nicht passieren dürfen. Ja. Er hat auch Shield gemit. Leider, ne? Er kriegt auch die ganze Zeit einfach. Ich hätte Shield gemit nehmen sollen. Das ist auch ein Fehler gewesen. Weil ich kann ihn nicht two-shotten. Ja. Da hat er das bessere Gear dabei gehabt. Hätte ich drauf achten sollen. Ist aber okay. Hat nichts daran geändert, dass es gut gespielt hat. Er hat es gut gespielt. Ich will immer dann zu dem Kill gehen. Ich will immer aggressiv gehen. GG, hat er gut gemacht. Daumen nach oben. Verdient gewonnen. Der gute Magic hat 40.000 Trophäen. Und jetzt wollen wir hier, oder will er Dynamike spielen? Er hat Dynamike auf 753 Trophäen. Ich bin, würde ich mal von behaupten, ein ganz guter Dynamike. Dementsprechend erwarte ich jetzt eigentlich, dass ich das Duell gewinne. Aber wir werden sehen, was passiert. Mal schauen, ob wir das Ding jetzt gewinnen können. Es wäre auf jeden Fall wieder an der Zeit. Ich will auf jeden Fall positiv insgesamt rausgehen. Das wäre sehr, sehr geil, wenn wir das schaffen würden. Ja, Stern haben wir schon mal, sauber. Und wir haben auch direkt die, also ich muss sagen, wir werden gleich so machen, aktuell können mir die Zuschauer, die hier gegen mich spielen, 3 Brawler vorschlagen und ich kann davon einwählen. Wir werden es gleich so machen, dass ich den Zuschauern, die jetzt als nächstes dran sind, 3 Brawler vorschlage und sie dann sich einen aussuchen davon, dass ich praktisch hier so ein bisschen den Heimvorteil auch nochmal habe und mir den Brawler aussuchen kann, weil da waren schon einige dabei, mit denen ich nicht so ganz komfortabel bin oder nicht so häufig auch spiele, zum Beispiel Cold. Mich natürlich einfach dann auch unlucky verloren, aber auch andere Brawler. Aber natürlich. Digga, okay. Er macht das Ganze wirklich nicht bett. Wir müssen uns jetzt ein bisschen vortasten, würde ich behaupten. Wir müssen eigentlich immer predikten, wenn er hitten will. Ja, jetzt haben wir ihn, oder? Ulti rein. Oh, wichtig. Ulti zwar gewastet, aber wir haben den Kill. Let's go. Das ist der Problem. Das muss er hinterher. Er muss jetzt hinterher und das wird ihm schmerzen. Das wird ihm schmerzen. Es ist der Kill. Let's go. Es ist der Kill mit unserem Dynamike. Sehr, sehr geil. Schau dich irgendwas einfach die ganze Vitality ins Gesicht werfen. Ist so schlecht. Egal. Jetzt. Ah. Damn. Ich hab gefressen. Das war dumm. Egal. Solange er keine Ulti bekommt, ist okay. Er muss jetzt halt pushen, das weiß er auch, ne? Und das ist halt geil, wenn du einmal einen Kill hast, er muss pushen. Und du kannst praktisch einfach den nächsten Kill, ich will nicht sagen, auf dem Silbertablett serviert bekommen, aber wenn ich jetzt keinen dummen Hit mehr fresse, haben wir das. Ja. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Einmal, in einer einzigen Szene einmal getroffen, das reicht bei Dynamike des Öfteren aus, um dann entsprechend zu performen. Ja, er muss noch irgendwas machen. Das wird aber tendenziell eher mein Kill als sein Kill. Geil, sehr schön, damit 1-0. Ja, Dynamike natürlich jetzt hier einmal einen Kill gemacht. Wir haben ultra viel Damage gemacht, er nicht so wirklich viel. Gute Runde, aber da habe ich ja auch erwartet, dass ich das eigentlich gewinnen sollte. Mr. Pommes mit 38 Trophäen, unser nächster Gegner. Ja, er hat sich jetzt hier für Brock, nachdem ich ihm 3 Brawler vorgeschlagen habe, entschieden. Sein Brock ist tatsächlich, oh, sein Brock ist low.
Yo, wo ist denn Brock auf 523? Ich würde sagen, wir gehen rein und gucken mal, ob ich mit einem meiner Lieblings-Brawler das Ding wuppen kann. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Brock ist eigentlich einer meiner Brawler, wo ich mich mit Dynamike auch natürlich, also wie mit Dynamike auch, confident sehe. Aber bei so einem Brock 1 gegen 1 kommt es natürlich nicht nur aufs Aim an, sondern auch aufs Dodging. Und da ist bei mir heute irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, muss ich sagen. Aber das waren schon mal zwei sehr, sehr gute Hits. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, wir haben noch keinen Hit zugelassen, dafür zwei dicke Hits bereits gemacht. Ja, sehr gut. Wollen uns natürlich jetzt nicht zu krass annähern, ne? Aber jetzt ist er an der Wand, jetzt ist er an der Wand, jetzt ist er an der Wand. Jetzt ist er an der Wand. Nice, let's go. Nochmal einen gefressen, aber auch einen wichtigen getroffen und damit den ersten Kill hier abgestaubt. Sehr schön, das sieht gut aus. Ja, okay, das war jetzt nicht so gut. Sind wir kurz reingelaufen irgendwie, aber jetzt haben wir Ulti. Jetzt haben wir Ulti und er hat noch lange bis zu Ulti. Er hat ja eigentlich fast noch gar keinen, er hat einen Schock getroffen, glaube ich. Also sollte da auf jeden Fall noch einiges für uns hier an Puffer am Start sein. Und das, er muss halt was machen, ne? Er muss reingehen. Ich hoffe, der Mann hat seinen Pass mit Big Spin gekauft. So ein Ding ist das. Er hat auch Jump, aber das brauchen wir gar nicht riskieren hier mit der Ulti. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Ulti mal rein. Vielleicht checkt er es nicht. Okay, gut gemacht von ihm. Einfach zur Seite gelaufen. Das war natürlich gut. Jetzt hat er mal gejumpt. Okay. Ja, wieder getroffen. Sehr gut. Wieder getroffen. Okay. Kurz mal da reingelaufen wie ein Dummer. Wieder reingelaufen wie ein Dummer. Oh, jetzt wird es aber hier dumm ein bisschen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ich will jetzt nicht so richtig, also so auf unfassbar dämliches Sterben habe ich jetzt tatsächlich gar keinen Bock, muss ich gestehen. Aber das, oh, okay, na Moment, ich würde sagen, es ist der Kill, aber nee, es ist nicht der Kill. Er lädt noch mit 400 HP, weil er weggesprungen ist. Und jetzt sucht er natürlich nach der Möglichkeit, ne? Jetzt sucht er nach der Ulti hier. Aber er wird die Ulti nicht, er wird die Ulti nicht gerade rausbekommen. Wir machen einfach Hyper. Jumpen raus und haben ihn dabei. Wichtig, geil. Und das ist doch der Brock, den wir hier sehen wollen, Freunde. Let's go. Jetzt gibt es nochmal eine richtig schöne Ulti rein. Zack, Rocket Drain direkt, wenn er hier reinkommt. Und damit ist das hier eine sehr, sehr gute Runde. Nicht einmal gestorben, dafür drei Kills. Das nimmt man mit. Aber er hat natürlich seinen Brock auch 500 gehabt. Trotzdem hier dreifacher Schaden. Sehr, sehr geil. Und Tor jetzt auf 33.000 Trophäen. Wir spielen jetzt Jessie gegeneinander. Und sein oder ihre Jessie ist auf 724. Ich mag Jessie extrem, deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir das hinbekommen, aber wir gehen rein. Jessie, einer Brawler, der Brawler, den ich auf jeden Fall auch sehr mag. Ich bin ein sehr großer Jessie-Fan, muss ich sagen, so von Dingen her, aber boah, ich finde den Skin, ich muss ehrlich sagen, also ist natürlich jetzt keine Ausrede, wenn ich jetzt verliere, ne? Aber ich muss sagen, so die Schüsse von diesem Jessie-Skin, den er jetzt hat, sind super irritierend. Die fliegen so komisch, weißt du, die fliegen so, die drehen sich so um ihre eigene Achse und es ist so eine Haselnuss und irgendwie finde ich den weird. So, das ist auch teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber ich finde, von diesem Jessie-Skin zu dodgen, die Shots, ist irgendwie schwerer als von anderen. Auch wenn wir es gerade ganz gut hinbekommen. Dumm, 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 dumm. Okay, nice. Ich achte nur auf ihn die ganze Zeit. Ich habe deutlich mehr Schüsse getroffen bisher. Digga, kann die die ganze Zeit aufhören zu sagen, oh no, wenn sie den Schuss kassiert, Bro? Was ist mit ihr? Okay, jetzt sind wir immerhin schon mal in unserer Hälfte wieder hier. Ist gut. Ich kann so auch nicht arbeiten, Digga. Da rennen die Leute über den, aber auf einmal haben wir so ein Links-Rechts-Game. Wo bin ich hier gelandet? Oh, ich laufe noch rein. Ich hatte den Schuss zwischen abgeklungen. Okay, jetzt ist ein bisschen am Saugen hier gerade, ne? Wir sind ein bisschen... Jetzt ein wichtiger Shot. Noch einen für Ulti oder zwei. Digga. Könnte das erste Unentschieden des Tages werden bisher, ne? Könnte Real Talk das erste Unentschieden werden. Wir machen hier gar nichts. Okay, bei dem 0-0 geht es dann, würde ich sagen, nach Schaden. Und da sind wir, glaube ich, beide gerade recht even, weil ich wirklich dumm gefressen habe wie ein Idiot. Ja, Turret. Oh mein Gott, let's go. Turret. Ja, wir machen Damage. Ja. Aber wir kriegen ihn nicht, oder? Nee. Oh, er rennt einfach weg, er rennt einfach weg. Oh, schade, 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 schade. Wir haben den blauen Stern, stimmt. Wir haben den blauen Stern, wir haben aber auch mehr Schaden gemacht. 0-0, natürlich Jessie nicht der aggressivste Roll, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem, gute Runde. Leon hat auf jeden Fall gut mitgehalten. Toxic Taylor, unser nächster Kandidat, hat 39.000 Trophäen und er will Spike. Oder ich will Spike, hat ihm vorgeschlagen. Er hat sich von den dreien für Spike entschieden. Er hat 783 Trophäen. Wir haben mit Spike schon mal die 1250 gehabt. Ich würde sagen, Abfahrt. Wir haben schon mal beide den Dünger-Spike. Den Dünger-Spike, es fühlt sich so dumm an, das zu sagen, aber ihr wisst, welchen Skin ich meine. Es ist natürlich irgendwie Curveball dodgen, ja. Es klingt auf jeden Fall erstmal okay. Jetzt fressen wir ihn, okay.
Jetzt haben wir ihn wieder gedodged, das ist gut. Ja, sehr schön. Ja, ich bin gar nicht mal so schlecht darin, Curve zu dodgen. Ich schaff's nicht immer. Aber ich krieg's auf jeden Fall immer mal wieder hin. Formulieren wir es mal so. Jetzt gerade habe ich ein bisschen reingekotet, im wahrsten Sinne des Wortes. Heilen uns mal kurz. Okay, wir haben summa summarum bisher mehr Damage als er gemacht. Was gut ist. Ja, soll so ein Teil da platzen, ist okay. Digga, okay, ich wollte gerade. Okay, macht er gut. Wir zonen ihn mal aus. Ja, wichtig! Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Schön oben das Ding weggezoned. Und dann ihn unten auseinandergenommen. Das war schön. Stellen uns mal schön in das Teil rein, damit wir die Heilung bekommen. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich spiele gerade irgendwie nicht so gut. Ich dodge gerade gar nicht mehr. Ja, ja, sehr schön. Oh mein Gott! Okay, der hat 3K auf mich getroffen, weil ich reingelaufen bin, weil ich unbedingt den Kill wollte. Das war nicht gut. Wir haben halt immer noch den Kaktus, ne? Wir haben immer noch den Kaktus. Okay, er macht ihn direkt weg. Wichtig für ihn. Wir haben jetzt auch schon einen Hyper, das ist sehr gut. Okay, wir fressen, weil ich die ganze Zeit in die falsche Richtung laufe, wie ein Idiot. Nicht so gut. So, dodge mal noch. So, dodge mal noch Curveball. So, dodge mal noch Curveball, Freunde. Und so trifft man Curveball, let's go! Geil, Mann. Er hat jetzt auch Hyper. Aber er muss erstmal wieder rauskommen. Und er braucht Ulti vor allen Dingen. Das haben wir. Oder? Alter, jetzt rennt er nochmal hier rein. Ja, Mann. Sehr schön. Sehr gut gespielt. Das war, muss ich sagen, das fand ich gut von mir. Das fand ich, er hat auch guten Damage gemacht, ne? Aber ich habe auf jeden Fall eine oder andere wichtigen gedodged. Dann war ich einmal zu gierig, aber das war eine sehr, sehr stabile Runde. Gibt trotzdem einen Daumen nach oben. Sehr, sehr gut. 36 hat 27.000 Trophäen und wir werden jetzt mit Tick gegen ihn spielen. Sein Tick ist, auf 515. Unser Tick ist höher. Wer war schon mal auf 1000? Ich würde sagen, Abfahrt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bin so, also ich habe mal Tick sehr gemocht. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich mir gar nicht mehr so, ich finde ihn schon noch cool so, aber irgendwie, oh, da willst du einen Booster direkt. Da wollen wir natürlich das direkt einmal vermeiden. Wir kommen aber selber auch nicht. Es war irgendwie nicht so worth, das zu machen, ne? Also wir spielen hier die ganze Zeit mit dem Blue Star. Jetzt hole ich mir einfach. Ja. Jetzt werde ich... Bro, was? Okay, ich habe mir nicht einfach geholt. Dumm. Jetzt hole ich mir einfach. Sehr gut. Okay, er hat schon jetzt deutlich mehr Shots getroffen als ich, weil ich aber auch ein bisschen gepopelt habe, leider. Jetzt ist er halt in der Wand, ne? Oder an der Wand. Die Frage ist, ob wir das nutzen können. Ich glaube, wir müssen ihn mit System einfach so in so eine Situation drängen. Wir müssen ihn so mit System irgendwie in diese Wand reinsohnen, so, ja. Dass wir immer wieder den hier oben haben und immer wieder verhindern damit natürlich, dass er nach unten rausgeht. Und wenn wir das schaffen, ich habe aus den zweimal geworfen, das war dumm. Da ist uns gerade eine wertvolle Attacke leider abhanden gekommen. Okay, wir haben, glaube ich, einmal getroffen. Er macht das echt gut hier gerade. Er macht das Real Talk gut. Ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen aggressiver gehen hier. Wir gehen jetzt mal ein bisschen aggressiver hier. Sonst wird es ja gar nichts, oder? Er hat jetzt Ulti, okay. Das Shepard. Das Shepard, der hat jetzt schon Ulti, Alter. Ich habe ja gar keine, oder? Na, wobei. Wir kommen auf jeden Fall auch langsam ran, aber wir dürfen jetzt eigentlich nur noch jeweils ein Feld werfen, weil das Problem ist, wenn der Ulti macht. Und wir haben keine Attacks mehr. Aber andererseits müssen wir uns halt auch die Ulti erfarmen, ne? Sind wir reingelaufen. Das meine ich halt, ne? Oh Gott, oh Gott. Gott, habe ich gepopelt! Okay, ich habe gepopelt. Ich habe geisteskrank gepopelt. Ich habe absolut gepopelt. Holy, ich habe ganz dick unter... Ach du Scheiße, ich habe gefühlt... Ich habe erst vor 2 Wochen oder so Tick gespielt. Es fühlt sich an, als ob ich in der Ewigkeit nicht gespielt habe. Was ist das denn? Ich habe ja... fairerweise muss man sagen, ich habe eine Mutation gespielt. Ich habe gepopelt, ja. Ich gebe es zu. Ich habe gepopelt. Ich habe gepopelt. Manchmal ist es okay zu popeln. Er hat gut gespielt. Ich habe absolut Katastrophe gespielt. Peinliche Vorstellung von mir, aber okay, muss man auch machen, gehört auch zur Realität, weiter. 49.500 Trophäen, er möchte das Grom 1 gegen 1, Grom ja mein absoluter Lieblingsbrawler. Er ist tatsächlich mit diesem Grom hier gar nicht so hoch, Digga, wo ist dein Grom auf 500? Okay, das muss ich, eigentlich muss ich das gewinnen. Ich hoffe jetzt fail ich nicht, wäre auf jeden Fall sehr wichtig jetzt zu gewinnen, weil das ist wirklich mein absolutes, also ich liebe Grom. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich jetzt hier gewinnen kann. Dodges sitzen auf jeden Fall schon mal. Blue Star sitzt auch. Bei ihm sitzt es aber auch, ne? Also er spielt bisher auch relativ gut tatsächlich, würde ich behaupten. Ja, jetzt... Nee, er macht's wirklich solid, ne? Also kann man sich nicht beklagen. Er spielt einen guten Grom bis hierhin. Und Dodge natürlich auch gut, ne? Die Schüsse von Grom kann man natürlich auch
tendenziell leichter dodgen als vieles andere. Wir machen das zwar auch ganz gut, aber wir müssen es natürlich auch besser als gut machen, um am Ende hier auch Hits zu landen. Ne? Das ist ganz klar. Jetzt vielleicht einmal. Nee. Einmal getroffen. Okay, zum ersten Mal hier getroffen und wie gesagt den Blue Star. Da müssen wir mal aufpassen. Oh ja, jetzt haben wir gut getroffen. Jetzt hat er auch seinen ersten Schuss gelandet. Ja, Mann, sauber, sehr gut. Sehr, sehr gut in Doppel-Dulli gebracht, sehr gut. Okay. Wir müssen auf jeden Fall immer aufpassen, ne? Es kann immer hier mit Grom, ich bin so im Flow mit Grom, ne? Ich liebe diesen Bro. Okay, fail. Ich habe nichts gesagt, ich bin nicht mehr im Flow, schade. Ah, empfindlicher Treffer, bin ich ehrlich. Dass ich da nicht getroffen habe, ist eine Frechheit. Boah, jetzt laufe ich ganz schön rein. Jetzt laufe ich ganz schön rein gerade. Wir müssen jetzt aufpassen, er hat gleich ult. Dürfen wir uns das am besten nicht mehr treffen lassen. Wir haben ein gutes Spiel bis hierhin gemacht. Aber am Ende waren wir zu gierig. Weil er muss jetzt ja was machen. Na, jetzt ist er in Zugzwang. Er muss jetzt eine Move auspacken. Aber da kommt nichts mehr. Das haben wir. Sehr gut, sehr gut. Einmal geholt. Das reicht mir. Das reicht ihm bekommen. Natürlich ein defensiver Brawler auch. Sehr gutes Game. 15.900 Schaden zu 10.100. Fantastisch. Kollege QR auf 49.000 Trophäen. Wir sind ja gerade kurz vor 59. Er möchte Bow spielen. Sein Bow ist auf 774. Ich habe lange nicht am Bow gespielt. Ich bin ein bisschen eingerostet damit. Deswegen hoffe ich, dass ich es jetzt schaffen kann. Bow 1 gegen 1. Wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt hier schaffen können. Fressen da auf jeden Fall schon mal den ersten dummen Hit. Den wir natürlich jetzt hätten nicht fressen sollen, aber... ist in Ordnung. Wir sind, glaube ich, sogar insgesamt bis hierhin auf jeden Fall positiv. Wir sollten eigentlich mehr gewonnen haben als verloren, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, werde ich dann wahrscheinlich im Schnitt feststellen, wie viele steht. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Games. Teilweise, wo ich nicht gut gespielt, teilweise aber, wo ich einen guten Job gemacht habe. Alles natürlich dabei. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ich mich geschlagen habe, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht. Ne? Schreibt gerne mal rein. Wie fallen immer meine Leistung? Klar, hat nicht alles perfekt funktioniert, aber ich glaube, es war okay. Bis hierhin. Haben hiernach noch ein paar gute Hits, aber sollten wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht zu sehr von ihm fressen in der Situation, dass wir hier gegen ihn pushen wollen. Okay, jetzt haben wir schon mal Minen. Dicke Hits gelernt an sich, aber wir kommen nicht für diesen finalen Hit, ne? Da kommen wir noch nicht hin, leider, bis hierhin. Diese finalen Hits, die fehlen uns noch. Jetzt ist er wieder full life. Das wollen wir natürlich auch eigentlich nicht, aber jetzt ist er wieder low, okay. Müssen wir aber predikten, wann er schießt. Dumm, 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 dumm. Viel zu viel gefressen. Ja, ich würde gerade sagen, er löst sie vielleicht aus. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, okay. Jetzt will ich aber auch eigentlich einen Kill haben, ne? Ich will es eigentlich vollenden. Ich meine, wir haben den Blue Star. Wir haben auch deutlich mehr Schaden gemacht. Aber trotzdem wäre so ein Finishing Move wirklich nochmal sehr, sehr geil. Aber kriegen wir nicht. Schade, kriegen wir leider nicht hin. Schade. Schade, schade, schade. Trotzdem das Ding gewonnen. Also technischer K.O. praktisch, ne? 24.000 Schaden und 20.000 Heilung. Sehr, sehr gut. Hat gut mitgehalten. Aber bei Bow ist auch immer so schwer, dann den Kill am Ende zu machen. Gegen Tripster, Alter, er hat 68.000 Trophäen. Okay, er möchte Angelo. Er hat alle Brawler einigermaßen gleich hochgelevelt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und versuchen zu gewinnen. Auch wenn ich lange kein Angelo mehr gespielt habe. Ich bin wirklich, ich habe wirklich ganz, ganz lange nicht mehr Angelo gespielt. Deswegen könnte es sein, dass es mich jetzt hier geisterkrank wegscheppert. Aber wir machen auf jeden Fall schon mal ganz guten Druck. Die Drohgebärde ist halt... Oh mein Gott, okay. Ich halte mal Maul, die Droge wäre das gar nicht mehr real. Okay, macht er. Spielt er gut, spielt er sehr, sehr gut. Spielt er sehr, sehr gut, spielt er sehr, 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 sehr gut. Okay, der weiß, was er macht. Der weiß, was er macht. Ein Hit landen, dann direkt hinterher springen. Das ist sehr, sehr smart, um mich low zu halten. Das auf jeden Fall. Oh mein Gott, er trifft mich wieder, Digga. Come on. Ja, macht er gut. Er kann einfach die Sitz machen, ja. Macht er sehr, sehr stark. Macht er gut. Er weiß genau, wie er es machen muss. Er weiß genau, dass wenn er einen Hit genannt hat, dass dieser Player dann kommen kann. Das ist Pain. Das ist sehr, sehr pain. Daran merkt man auf jeden Fall, dass er schon mal ein bisschen länger Angelo gespielt hat als ich.
Okay. Nein, ich dachte, ich glaube schon damit. Oh mein Gott, halt's Maul, ich wollte ein Klatschplay machen. Ich dachte, er schießt jetzt. Oh mein Gott. Ich habe ihn einfach fast gehabt. Und dann habe ich mich selber durch einen dummen, gierigen Move ins Ausmanövriert. Oh, Schmerz, lass nach. Okay, aber guter Hit. Ich habe keine Gadgets mehr. Pain. Ich habe einfach keine Gadgets mehr. Aua, ist das schmerzhaft. Okay. Trifft er gut. Heilung. Nein, Mann, das kann nicht sein. Och, Digga. Ist das Pain. Er macht's wirklich gut. Ich habe teilweise auch das Gefühl, Digga. Oh. Ja, ich treffe halt immer die wichtigen Hits da nicht, ne? Das ist das Problem. Ich treffe die wichtigen Hits nicht. Die wichtigen Hits treffe ich, deswegen verliere ich sagen und klanglos. Oh, schmerzhaft. Die wichtigen Hits nicht getroffen. Schade. Aber ist okay. Hat er gut gespielt. Er hat deutlich mehr Trophäen. Ja, 0-4. Ich habe nicht deutlich weniger Schaden gemacht, als 0-4 stehen müsste. Aber er hat es besser gespielt. Last but not least, der gute Nicht-Rolf. 32.000 Trophäen hat er. Wir spielen Tara. Seine Tara ist auf 5.49 Uhr. Sollte machbar sein. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Letztes Game. Ich hoffe, wir können hier nochmal gewinnen. Wir haben bisher auf jeden Fall, ja, einige Games überzeugen können, andere auch nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall der Booster für uns. Und dicke Hits. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das sind direkt mal dicke Hits, die wir mitnehmen. Die Viecher sind ausgelaufen, sehr gut. Wurden gehittet, das war ein bisschen dumm, egal. Wir müssen immer in diesem Modus sehen, dass wir nicht parallel zu diesen Geistern laufen, wenn wir die spawnen. Wenn wir parallel laufen, dann hittet er die Geister unter uns. Aber wenn wir so versetzt laufen, zum Beispiel jetzt hier, dann, er macht's auch, okay. Er macht's auch, aber wir machen's ein bisschen besser. Wir haben gleich Ulti. Wir sind kurz vor Ulti. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben bisher noch nicht so wirklich viel Schaden zugelassen, würde ich behaupten. Wir kriegen immer wieder die besseren Karten raus. Wieder eine Karte getroffen. Sehr, sehr gut. Okay, na, wie auch immer ich da nicht getroffen habe, keine Ahnung. Also wirklich immer am Rande stehen, ne? Oh ja, jetzt knallt's. Jetzt knallt's. Nice! Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir den Begleiter noch. Jetzt haben wir noch den Begleiter. Heißt, wir laufen erstmal weiter weg von dem Begleiter. Damit wir... Damit er beides eben... Ja, wir können eigentlich mit dem Begleiter rein, oder? Warte mal. Ja. Guck mal. Das ist so broken jetzt, ne? Wir haben... Oh, warte mal. Er hat auch den Heilungsbegleiter. Aber seinen killen wir jetzt. Und damit haben wir wieder mehr Leben als er. Ja, natürlich ordentlich Feed gegeben, muss man sagen, ne? Aber... Das muss es sein, oder? Ah, nee, ich hab nicht... Ich bin dumm. Trotzdem haben wir es. Er muss nochmal nach vorne. Klappt, wird nicht klappen. Sehr gut. Sehr geil. Aber schön gewonnen mit Tara. Und damit ist das Video auch zu Ende. Ihr seht jetzt hier oben eingeblendet, wie viel ich gespielt habe. Ich bin auf jeden Fall sehr überrascht. Ich habe nicht mitgezählt. Geiles, gerne nochmal Ende. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben lassen. Abo nicht vergessen. Gerne Kubik zu eintragen. Hau rein. Ciao.